Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich befürchte, dass der Redebeitrag des Manns der Identitären Bewegung, Lichert, eben nicht das Ergebnis eines nächtlichen Ausflugs in einer Shisha-Bar gewesen ist, sondern ein Beleg für die verquaste Ideologie der neuen Rechten, die mit ihm und der AfD hier in den Hessischen Landtag Einzug gehalten hat. Ich habe weniger Angst vor Ihren Worten. Ich befürchte, viele Menschen müssen davor Angst haben, was passiert, wenn Sie irgendwann einmal an die Macht kommen. Und das werden wir mit aller Kraft verhindern. Ja, und der, leider kann ich jetzt auch nicht besonders persönlich weitermachen. Der Setzpunkt, den Sie uns hier vorliegen, den Sie ja nennen politische Trittbrettfahrerei, der müsste eigentlich heißen politische Trittbrettfahrerei. AfD will soziale Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Kapitalismus erhalten und verstärken. Und angesichts der Pandemie ist Ihnen leider Ihr geliebtes Hauptthema, nämlich Hetze und Ausgrenzung andersdenkender, Geflüchteter, abhanden gekommen. Diese Themen, die sind Ihnen abhanden gekommen, und jetzt versuchen Sie es eben mit Trittbrettfahrerei. Im Einzelnen ist der Antrag auch eigentlich gar kein Antrag mit einer irgendwie sinnvollen und logischen Struktur. Bei Ihnen geht es quer durch den Gemüsegarten. Das ist eine Tirade. Nur das Problem ist, das Ergebnis ist nicht allzu appetitlich. Sie mixen ideologisch getränkte Forderungen der Haushaltspolitik, Angriffe auf die Geldpolitik der EZB hin zu Forderungen, den Klimaschutz doch besser mal abzuschaffen, zu einem ziemlich unverträglichen Cocktail. Jetzt fragt man sich natürlich, und der Kollege Decker hat das auch gemacht, was wollen Sie eigentlich mit diesem Antrag? Ich bekomme den Eindruck, dieser Antrag ist der verzweifelte Versuch, die Restfraktion der AfD irgendwie diesen Laden zusammenzuhalten und eine Brücke zu schlagen zwischen den neoliberalen und völkischen Rechten innerhalb der eigenen Partei und diese mit einer ideologischen Brücke zu versehen. Schade nur, dass Sie dafür den Hessischen Landtag am Donnerstag um 18 Uhr bemühen müssen. Nebenbei betreibt die AfD damit auch, wie ich gesagt habe, Trittbrettfahrerei, weil sie versuchen, die Pandemie als Aufhänger dafür zu nehmen, ihre antisoziale Wirtschafts- und Finanzpolitik zu propagieren. Und ich denke, es ist auch wichtig, wenn das Ganze sich hier schon abspielt, dass die Menschen dann auch wissen, was die AfD an antisozialen und antiökologischen Vorstellungen hier zu transportieren versucht. Sie beklagen eine Tendenz, in der Krise zu hohe Ausgaben zu tätigen. Das wäre gegen die Generationengerechtigkeit, und es müsse unbedingt Ausgabenbegrenzungen geben, und staatliches Handeln allgemein in der Wirtschaft solle begrenzt werden. Damit, ich übersetze das einmal, fordert die AfD einen schlanken Staat für freie Bürger. Was sie damit meinen, ist Sozialabbau, eine unternehmerfreundliche Umverteilung. Sie wollen weiter eine verschärfte, völkisch orientierte neoliberale Wirtschaftspolitik propagieren, mehr Markt, weniger Staat. Und sie setzen dabei auf die Ausgrenzung derer, die in ihren Augen nichts leisten. Das können Arbeitslose sein oder, wie sie in den Programmen formulieren, Sozialschmarotzer oder auch Flüchtlinge. Das machen wir nicht mit, und dem stellen wir uns deutlich entgegen. Das ist Ihr Programm. Zweitens, Sie nehmen kommende Generationen für ihre neoliberale Haltung in Geiselhaft und wollen ihnen marode Infrastruktur, einen mangelnden Sozialstaat, bröckelnde Schulen, Straßen und Schienen hinterlassen. Und das Problem ist, dass Sie mit Ihren antisozialen Wirtschafts- und Finanzvorstellungen eben leider nicht nur in den 50er-Jahren hängen geblieben sind, sondern beim Stand der Wirtschaftswissenschaft aus den 1920er-Jahren, da, wo Hungerkanzler Brüning, ich habe es schon einmal gesagt. Herr Kollege Schalauske, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Lambrou zu. Lasse ich überhaupt nicht zu. Hungerkanzler Brüning in der Weltwirtschaftskrise 29 fortfolgende Stand. Die AfD ist im Grundsatz, sondern auch finanzpolitisch auf dem Stand von vor 100 Jahren stehen geblieben. Und schön, dass Sie das der hessischen Bevölkerung mit Ihrem Antrag noch einmal deutlich gemacht haben. Sie beklagen eine Transferunion in der Europäischen Union.
Tatsächlich, der Wiederaufbaufonds der EU sieht erstmals direkte Zahlungen an die Mitgliedstaaten vor. Sie allerdings erwecken den Eindruck, dass damit zwangsläufig die kleinen Leute in Deutschland für viel reichere Länder zahlen müssen. Und da will ich Ihnen wirklich sagen, so ein Quatsch. Schauen Sie sich einmal die Lage in vielen Teilen Europas an, im Süden, im europäischen Osten. Schauen Sie sich das an, zu welchen Löhnen die Menschen schuften müssen, mit welcher Arbeitslosigkeit sie konfrontiert sind. Und wir lassen es Ihnen nicht durchgehen, dass Sie versuchen, Menschen verschiedener Nationen und verschiedener Völker gegeneinander auszuspielen. Für uns jedenfalls verläuft die Grenze nicht zwischen den Menschen in den Ländern der Europäischen Union, sondern immer noch zwischen unten und oben. Und deswegen ist es auch völlig klar, dass Sie sich nicht dagegen wenden, dass es ein gerechteres Steuersystem gibt, über ein gerechteres Steuersystem in der Europäischen Union, wo es eine Harmonisierung von Unternehmenssteuersätzen nur nicht nach unten, sondern nach oben gibt, wo Großkonzerne einen angemessenen Teil zur Finanzierung des Gemeinwesens zahlen und nicht nur von der öffentlichen Infrastruktur profitieren, wo Großunternehmen nicht die Löhne und die Sozialstandards verschiedener Länder gegeneinander ausspielen können. All das ist für Sie überhaupt kein Thema und natürlich auch dann nicht, wenn öffentliche Gelder für Aufrüstung und für Militär und für kriegerische Interventionen ausgegeben werden. Das wundert mich auch nicht, denn Militarismus, das ist Teil Ihrer politischen DNA und auch das lehnen wir ab. Die AfD, sie wendet sich gegen die Geldpolitik der EZB. Und klar, die bisherigen Maßnahmen der EZB werden nicht ausreichen, um Sozial- und Klimakrise wirksam zu bekämpfen. Im Gegenteil, die Zinspolitik bescherte den Börsen immer neue Kursfeuerwerke, trieb Immobilienpreise in die Höhen. Damit wurde vielleicht der Euro gerettet, aber Mieter und Kleinsparer, die gucken in die Röhre. Und deswegen, ja, an der EZB muss etwas verändert werden. Aber nicht so, wie Sie sich das vorstellen, sondern wir brauchen eine demokratisch kontrollierte EZB, weniger Preisstabilität, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Erreichung von Vollbeschäftigung, ausgeglichene Handelsbilanzen statt der Förderung der Exportorientierung. Das wären wesentliche Zielsetzungen, die die Europäische Zentralbank verfolgen sollte. Und sie sollte öffentliche Investitionen finanzieren, um einen erfolgreichen sozial- und ökologischen Umbau zu gewährleisten, aber den sehen Sie mit Ihrer antiökologischen Politik ja überhaupt nicht vor. Denn die AfD, und das passiert auch in diesem Antrag, wendet sich gegen die Ziele des Klimaschutzes und fabuliert von einer drohenden grünen Planwirtschaft. Antisozialismus ist ja auch Teil Ihrer politischen Agenda, gerade als gäbe es nicht in dieser Krise, in Zeiten der Klimakrise, nicht auch wirklich Dringendes zu tun in diesem Bereich. Es passt deswegen in das Bild einer Partei, deren Programm, ja manchmal will man doch sagen, eine Verachtung des menschlichen Lebens als solchen mit sich trägt. Wer Masken verweigert, wer Fremde hasst und wer die Konkurrenz zwischen den Menschen zum zentralen Prinzip erhebt, da ist der Weg nicht mehr weit, auch die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen als Ganzes und als letzte Konsequenz in Kauf zu nehmen. Die AfD macht mit diesem Antrag wieder einmal deutlich, dass ihnen ein entfesselter Kapitalismus wichtiger ist als der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der soziale Schutz der Menschen, die nichts anderes haben, als ihre Arbeit zum Markte zu tragen. Und sie macht vor allem deutlich, dass sie für die keine Alternative ist.